Name ist Stone. Ein knallharter Cop, der seinen Job liebt. Was? Du sagst dir Drogenkohle ein, Kowalski? Tut mir leid! Und er will diesen Mann, Varda, ein finsterer Drogenboss mit einer kranken Vorliebe für Gewalt. Die süßen Mädchen wollen eine Nummer schieben. Als die neue Designer-Droge Gristle rauschenden Absatz findet, steigt die Zahl der Toten täglich. Der Hass eines Mannes kennt seine Grenzen, bis das Fass übergelaufen ist. Aga! Nerven wie Drahtseile, blutige Fäuste und nicht alle Tassen im Schrank. Stone wird vor nichts Halt machen, Varga für immer zu beseitigen. Blinde Schießwut gegen blinde Schießwut. Zwei Männer, nur einer wird überleben. Gewinner brauchen keine Drogen. Overdrive. Frei ab 16. Okay, okay. Wie sehe ich aus? Sehe ich streng aus? Oh ja, Sie sehen streng aus, Sheriff. Sehr streng. Na, vielleicht reicht das ja, den Jungs zu zeigen, wessen Stadt das hier ist. Wenn das Schicksal der Welt auf Messers Schneide steht, wer ist die letzte Hoffnung? Wir kommen in Frieden. Wer sorgt für Gerechtigkeit in einem Land voller Korruption? Wer bekämpft Terroristen in allen Teilen der Erde? Bringt mir die Waffen oder ich töte die Geiseln. Wenn es nur noch eine Alternative für eine hilflose Nation gibt. Wenn diese Atombomben Amerika erreichen, sind wir erledigt. Sind Sie die einzige Hoffnung? Wir sehen uns in der Hölle. Schick mir eine Postkarte, Penner. Die Verhandlungen sind vorbei. Stirb, Kapitalistenschwein! Oink, oink. Komm her, meine Kleine. Du musst gar keine Angst haben. Du willst also zu diesem Softball-Turnier nächsten Sonntag? Habt ihr das auch gespürt? Wir bekommen soeben die ersten Berichte. Ich habe noch keine Infos zu den Opfern. Inmitten der verheerenden Zerstörung liegt die Stadt. Wenn sie sich irgendwo auf dem Land aufhalten, verschwinden sie. Auf diesen Straßen zu fahren, ist blanker Selbstmord. Hierbleiben ist Selbstmord! Lass mich einfach hier zurück. Spring!
Ich will kein Held sein, sondern einfach nur überleben. Wenn Sie auf mich gehört hätten, dann wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ist die falsche Zeit. Wir haben gar keine Zeit. Von dir Besitz ergriffen. Furcht und Zorn. Ah, mir juckt der Daumen schon. Sicher naht ein Sündensohn. Was kann ich alleine bewirken? Versuche endlich mal für den Moment zu leben. Er ist vorbei. Wenn Sie heutzutage ein Paket verschicken möchten, haben Sie unzählige Alternativen. Doch es gibt nur einen Kurierdienst, der all seine Wettbewerber gleich mit einpackt. Nur ein Service mit einem weltweiten Netzwerk erfahrener Fahrer, der Ihnen unerreichten Kundendienst, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bietet, ganz gleich, welche Hindernisse sich in den Weg stellen. Ob es nun in Strömen regnet oder Lavabrocken vom Himmel fallen. TikTok liefert. Jederzeit. Jedes Mal. Pünktlich. Garantiert. Versenden Sie rund um die Uhr mit TikTok.